Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Hier liegt noch was. Verdammt, in Stücke gerissen. Er hat ja sehr viel zu sagen, unser lieber Geralt. Halt, oben noch. Salz, Pfefferstreuer aus Kupfer. Mhm. Reagiert Kupfer nicht mit Salz? Tiefe Spuren, Blut. Da wollte jemand nur noch weg. Moment mal, dieses Fragezeichen-Symbol auf den Spuren des heiligen Majoran. Hier kannst du ein Problem lösen, das mit dem Bau der Statue des heiligen Majoran in Zusammenhang steht. Ah, okay. Also muss ich jetzt erst den Spuren wahrscheinlich folgen, bevor das Zeichen da weggeht. Das ist ja interessant. Printtraube. Halt. Hä? Ach hier. Muss dann ja schon ein Monster sein, wahrscheinlich wieder so eine Drachenform, würde ich sagen. Verdammt. Oder halt so ein großer Waldteufel. Da ist was hinter diesen Wurzeln. Was war das denn? Der Typ war Level 40. Ich hatte ihn einmal angegriffen und der war tot? Hä? Kann doch gar nicht sein. Kommt raus. Ich tue euch nichts. Was war das denn? Was war das für ein merkwürdiger Kampf? Ach so, sofortiges Töten war das bestimmt. Das geht auch gegen solche Monster? Danke, Meister Hexer. Möge Majoran über dich wachen. Alter, was ist denn das für ein übermächtige... Ich... Ach. Damit kann man... Ich habe gedacht, das funktioniert logischerweise nur gegen normale Menschen oder sowas und nicht gegen irgendwelche besonderen Monster. Also ich schätze mal, dass es gegen Bossfights nicht funktioniert. Das wäre natürlich krass, wenn das sogar gegen Bossfights funktionieren würde. Level 40, einmal angegriffen. Ich glaube, der zweite oder dritte Schlag oder so, da war's. Sieht auch geil aus hier, dieser offene Mund. Wie er stinken muss, dieser Scheißkopf. Mal kurz angegriffen. Zweiter oder dritte Schlag, das Ding war tot. Es war tot, Alter. Krass. Wie krass ist das denn? Also damit habe ich, wie gesagt, überhaupt nicht gerechnet, weil ich gedacht habe, ich gehe jetzt mal mir die Statue angucken, weil ich gedacht habe, okay, das geht halt gegen normale Lebewesen, also gegen Tiere wie Wölfe oder sowas oder Bären von mir aus und halt logischerweise gegen Menschen, aber das ist gegen Monster, gegen richtige Monster, gegen richtig starke Monster wie dieser Level 40 Waldkauz, der ja fast so eine Art Zwischenboss war. Unglaublich, damit hätte ich niemals gerechnet. So, denk mal des Propheten Majoran. Während der Regentschaft... Ich muss immer an dieses Gewürz denken, Majoran. Während der Regentschaft Herzogin Caroberta suchte ein gewisser Jünger des Propheten Majoran namens Blackmond Toussaint auf. Seine Worte und Taten, zu welchen auch Wunder gehörten, waren dermaßen überzeugend, dass praktisch das gesamte Herzogtum zum neuen Glauben wechselte. Dieser Anspruch der Frömmigkeit wurde von einem Tempelbau für den Propheten gekrönt, doch das reichte Blackmond nicht. Er beredete die Herzogin, zu Ehren Majoran ein Denkmal zu errichten, das seinesgleichen suchte. Dann gucken wir uns mal an, wenn es noch nicht fertig ist. Den Koloss von Rhodos und dann... Wenn der fertig ist, wird es wahrscheinlich noch geiler aussehen. Ich sage euch, wenn die Menschen die Lehre des Propheten Majoran in ihre Herzen lassen würden, wäre diese Welt ein viel... Das ist hier irgendeine alte Tempelruine. Erhebt eure Stimmen gemeinsam mit mir. O Prophet Majoran! O Prophet Majoran! Sehr geil. Ich klaue hier natürlich nichts, brauchen die aber nur arbeiten. Krass, die ist echt groß. Und wahrscheinlich wird die dann, wenn wir alle Aufgaben erledigt haben, wegen diesem Majoran-Dingens da, wird die wahrscheinlich fertig gebaut. Oder ist dann fertig gebaut, keine Ahnung. Schauen wir uns den Tempel noch an. Wind ist noch mein Untergang. Aha, also dass das Töten so mächtig ist. Na, zum Glück habe ich es jetzt gemacht. Verlassener Tempel, jetzt habe ich nicht zu Ende lesen können. Verdammt.
Stilech mit einer Fackel hier drinne. Oh, nehm doch bitte mal. Also irgendwie klappt das mit der mittleren Maustaste nicht mehr so richtig. Drück 100 mal drauf, bevor ich hier die Fackel rausholt. Da können wir rein. Machen wir auch gleich. Nehmen natürlich nichts davon mit, auch wenn es ein schöner Goldring ist, den wir theoretischerweise verkaufen können. Wir müssen eh erstmal irgendjemanden finden, der... Ein Geist? Hier? Hinter einer Wand? Geist ist groß. Irgendein armer Tropf, den man eingemauert hat. Der Bettler. Geist findet keinen Frieden. Zauberergeist, aber warum ist denn das ein Bettler, wenn das ein. Wenn er hier der fette Zauberer ist? Ich sehe halt blöderweise nichts. Aber einfach. Er hat nichts da gelassen, what? Ich dachte, der tropft irgendwas. Knochen des großen Bettlers. Der Geist wird erst dann Frieden finden, wenn ich die Überreste begrabe. Da stehen doch ein paar Sarkophage in der ersten Kammer. Einer von denen müsste es tun. Die dunkle Wildnis von Kaed Mirkwild, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Im Nordwesten des Herzogtums Toussaint, jenseits der Blessurflusses, liegt ein Wald, den man Kaed Mirkwild nennt. Ein druidisches Heiligtum, das aufgrund von Abkommen mit den Herzogen volle Autonomie genießt. Der Wald ist eine der Hauptquellen von Buclair-Eiche, einem wichtigen Rohstoff für die heimischen Böttcherbranche. Um das ökologische Gleichgewicht zu wahren und gemäß Verträgen zwischen der Böttcherzunft und dem Flaminik, Anführer des Kreises, wird der Eichenholz Einschlag streng überwacht. Im Jahr 1267 gewährte der Flaminik einigen Druiden aus Kedu in Angren Asyl. Das dortige Heiligtum war umkämpft. Die Banditen, die sich der Gerechtigkeit entziehen wollten, wurden lebendig in Weidenkörben verbrannt, um als abschreckendes Beispiel zu dienen. Seitdem sind die Grenzen von Kaed Mirkwild mit starken magischen Barrieren geschützt. Ich würde niemanden einen Besuch des Gebiets ohne Einladung des Flaminik empfehlen. Toussaint, ein Leitfaden von Petri Falesan. Haben wir also eine Art Nebenquest gefunden. Sehr interessant. So, jetzt müsste die Seele ihren Frieden finden. Das ist abgeschlossen. Die Worte des Propheten auf den Sarkophag. Merkwürdiges Quest, aber egal. Sind die Fackeln nicht mehr draußen? Also es muss schon was ganz super geiles sein, was ich hier finde, damit ich das klaue. Das ist rot. Tagebuch des großen Bettlers. Das muss ich natürlich nehmen. Genau wie des Schemas. Tagebuch des großen Bettlers. 7. Fein 1203. Die Angriffe sind stärker geworden. Die Einwohner des nahen Dorfes, die mich hier nicht haben wollen, werden mit jedem Tag angriffslustiger. Sie mögen es nicht, dass ich die Wahrheit über ihre früheren Gottheiten verkünde. Sie verstehen nicht, dass sie nur in Majoran Erlösung finden werden. Sie bedrohen mich mit dem Tode. Doch wenn ich für Majoran sterben soll, wenn der Prophet dieses Schicksal für mich ausersehen hat, werde ich es lächelnd erdulden. 14. Fein 1203. Ich hatte gerade einen vorzüglichen Gast, einen echten Konvertit mit außergewöhnlichen Sehnen nach Wahrheit und Glauben. Er heißt Merten und war einst ein Hexer. Doch dieses ehrlose Handwerk hat er nun aufgegeben und befindet sich auf dem Pfade der Wahrheit. Wir sprachen lange und verbrachten Stunden in Meditation und Gebet. Zu Majorans Ehren hat er viele Güter zurückgelassen, die seine Verbindung mit seinem früheren Leben stärkten. Er hat große Fortschritte gemacht. Wenn nur alle Jünger Majorans so feurig in ihrem Glauben wären, die Welt wäre ein besserer Ort. Mertens hat mir die bittere Wahrheit über die Untaten seines früheren Lebens gestanden. Ich sagte ihm, wenn er sich läutern wolle, müsse er zur verborgenen Kapelle gehen. Wenn er diesen trostlosen Ort erreicht, der aus dem Felsen gehauen und mit gefährlichen Kreaturen besiedelt ist, die an sich schon eine Herausforderung sind und Majoran ihm den Zutritt in die Kapelle gewährt, so hat er ihm seine Sünden und Verbrechen vergeben. Und so ging Merten. Möge Majoran ihn führen. 19. Fein 1203. Mein Schicksal ist besiegelt. Ich werde für meinen Glauben sterben, für die Wahrheit, für Majoran. Diese finsteren Leute aus dem Dorf, eine Bande betrunkener Banditen, hat den Tempel angegriffen. In ihrem Hass und ihrer Bosheit schrien sie, dass ich als großer Bettler am besten bei Majoran um Gnade betteln soll. Sie plünderten den Tempel. Majoran sei Dank haben sie die Bücher zurückgelassen, weil sie ihnen wertlos erschienen. Und mauerten mich ein, auf dass ich in diesem versiegelten Grab verwelke. Wenn Majoran mir keine Hilfe schickt, werde ich hier sterben. Mögen meine Knochen von seinem Ruhm künden. Och, der Arme. Gehe zur Höhle mit der verbrügenden Kapelle. Finde alle Schemas der Ausrüstung.
Das war keine Notiz, die man lesen kann, oder was? Boah, das ist natürlich schon alles viel wert. Krass. Wieso haben das die Plünderer nicht mitgenommen? Ich nehme es nicht mit. Krass, ich nehme es nicht mit. Obwohl ich Kohle brauche, nehme ich es nicht mit. Will einfach keine Tempel plündern. Sorry, ja, es geht nicht. Das geht zu weit. Irgendwann muss ich auch eine Grenze ziehen. Ich ziehe immer Grenzen. Die waren gerade eben ab, aber noch nicht da. Hallo? Was ist? Gut. Haben wir das geklärt? Jetzt sind wir eh fast an dem Fragezeichen. Nehmen wir es doch mit. Scheiß drauf. Wie gesagt, sind nicht mal 200 Schritt. Wäre dumm, das jetzt nicht mitzunehmen. Und so nah an dem Tempel und so nah an dem Gebäude, also an dem Bauen von Majorans Statue, ist es vielleicht auch wieder ein Auftrag dafür. Von daher mache ich es doch doppelt gern. Verlassene Städte oder? Sind das viele? Die fünfte Gruppe, aber das ist jetzt erst das dritte, was wir machen, oder? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt schon fünf gemacht haben. Ich glaube, die ersten zwei haben wir verpasst oder wie auch immer. Das müssen ja nicht die ersten zwei gewesen sein. Irgendwie haben wir verpasst. Das ist auch nicht schon das fünfte Mal, dass wir auf die Typen hier treffen. Oder halt, dass wir irgendwas machen für Majoran. Aber ich habe recht gehabt, dass wir da... So eine Prügelei ist aber nicht erlaubt. Noch keiner direkt gestorben. Was ist denn da los? Oder hat sogar Level 42, ist vielleicht der Anführer. Ha, schön geköpft. Toll, nicht getroffen. Schön, wie es denn gar nicht interessiert, wenn ich ihn treffe und er einfach weiter angreift. Geil, wie der Typ dort steht und einfach nur zuguckt. Oh, nerv doch mal nicht so rum, hä? Danke. Sehe nichts. Reich mir mit dir an deinem scheiß Schild. Jetzt macht ihn alle. Reif an. Du drehst so komplett. Du hast doch gar keine Energie mehr, Freund. Was ist denn los mit dir? Ich glaube, das war's dann, ne? Das ist der letzte. Ja, ich komme ja gleich. Ach, der ist gefesselt. Ich dachte, er steht einfach so dumm da. Was soll denn das? Was wollten Sie klauen? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Bitte lass jetzt Geralt wieder an dem Platz sein, wo wir gerade eben aufgehört haben, weil ich will dort die Sachen einsammeln. Oh, ich sehe wieder aber komplett anders, wie es aussieht. Damn! Was sind wir denn jetzt? Ich hoffe, die Sachen liegen da jetzt noch rum. Ich gehe da nochmal hin. Hauptsache, es wird Nacht. Das Boot müsste ja auch noch da stehen, denke ich mal. So, wehe, die Leichen und die Überreste sind jetzt weg, weil die haben schon mega viel Essen und so mitgehabt. Ah, es ist noch da, sehr gut. Okay, Kron. Ich freue mich auf die ganzen Zwiebeln. Mmh. Oh, ich habe auch gerade Zwiebeln ausgewählt, sehe ich links. Das heißt, wenn wir etwas essen, dann essen wir immer Zwiebeln. Das ist natürlich geil. Hier muss noch irgendwo was liegen. Hier. Nur ein blödes Schwert. Da noch zwei.
Nichts zu essen. Kein einziger was zu essen mitgab. Was ist denn da los? Das ist aber selten. Und das Boot ist weg. Auch interessant. Das heißt, es liegt auch sonst nichts mehr rum. Egal, macht ja nichts, weil jetzt können wir endlich zu dem Ort, wo wir schon seit Ewigkeiten hin wollen, nämlich hier hin. Wo es irgendein Quest gibt und auch ein neues Anschlagbrett. Das ist relativ weit weg, aber ich glaube, hier ist Wasser, oder? Also wir können nicht einfach schlau hinreiten. Ja. Halt! Neue Markierung. Versteckter Schatz. Wo? Da. Na gut, dann. Ist eines dieser, oder das wäre eines dieser Fragezeichen, die jetzt wahrscheinlich aufgedeckt werden würden, wenn wir... Okay, ich penne erstmal bis zum nächsten Tag, damit ich ein bisschen was sehe wenigstens. Die aufgedeckt werden würden, wenn wir... Wenn wir dann zu dem Anschlagbrett gehen, aber wenn es eh direkt mal hier auf dem Weg liegt, können wir es auch direkt mitnehmen. Stimmt, wir haben jetzt wieder beschissene... Verzeiht meine Sprache. Wir haben jetzt wieder blöde Ertrunkene haben, aber die sind ja total schnell tot, das ist immer das Schöne. Na ja. Ja, wir müssen vielleicht mal die Armbrust auswählen. Oh, wir brauchen 3 Schuss. Eieiei. Und brauchen eigentlich maximal 2. Und ein Eingang ist ja auch noch. Was ist denn da los? Problem ist nur, ich sehe halt nicht wirklich viel. Oh, das scheint ein Quest zu sein. Logbuch des Kapitäns, Schlüssel und noch irgendwas. Logbuch des Kapitäns. Das Tagebuch ist völlig durchweicht, nur noch wenige Einträge sind leserlich. Bellhaven oder Bellhaven, 23. Tag im Dienst. Nichts geht mir Ärger auf den Geist als Landratten, die sich für die Größten halten. Doch Graf Jean Joel Belair, so lässt der dreckste Drecksack sich von mir anreden, konnte mich ein wenig besänftigen, indem er einen ordentlichen Beutel voller nilfgaardischer Krone auf den Tisch warf. Sein Gefolge belud das Schiff mit Paketen und hiefte dann diesen riesigen Käfig an Bord, der mit Segeltuch bedeckt ist. Graf Belair sagte, darin sei eines dieser berühmten gestreiften Pferde aus Sangebar, ein Geschenk für Herzogin Henrietta. Route von Bellhaven nach Beauclair, 24. Tag im Dienst. Wir hatten mit diesem sangebarischen Gaul nichts als Ärger. Er knabbert am Deck, als wäre er nicht bei Trost. Außerdem müssen wir aufpassen, dass die Plane fest auf dem Käfig liegt, da die Kreatur so empfindlich gegen Sonnenlicht ist wie ein Vampir. Was soll die Herzogin mit einem gestreiften Pferd, das sie nur nächtens reiten kann? Diese Aristokraten soll einer verstehen. Route von Bellhaven nach Beauclair, 25. Tag im Dienst. Potztausend! Donnernde Seeteufel. In dem Käfig war kein Pferd, sondern ein verfluchter Klumar. Diese zu groß geratene Ratte hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff zum Kentern gebracht und sich ins Flussbett eingegraben. Dieser Idiot Belair fiel auf die Knie und flehte mich an, zu helfen, das Monster zu fangen. Er gab mir den Schlüssel zu der Truhe mit Juwelen, die er die ganze Fahrt über bewacht hatte und schwor, der Schatz solle mir gehören, wenn ich die Bestie dingfest mache. Am liebsten würde ich mir einen dicken Prügel schnappen, ihm das Ding über die Birne ziehen und mir die Truhe gleich jetzt greifen, aber ich bin ja kein verschissener Pirat. Ich sammle die Männer, die den Untergang überlebt haben, und dann versuchen wir gemeinsam das Monster in unseren Netzen zu fangen. Der Graf behauptet, irgendeinen Trick zu kennen, wie man sich an das Vieh ranpirschen kann. Balladen und Hymnen, goldenes Kästchen. Quest verfolgen. Oh, scheiße. Jetzt haben wir zu spät gedrückt, da müssen wir selber das aussuchen, das Quest. Vierkriegiges Hänger eines Quinn, zu Hause ist am schönsten. Transformation. Ach so, es könnte die Schatzsuche sein, ne? Ja. Oh, wir müssen mal ganz schnell hoch, sehe ich gerade. Geralt? Okay. So, ausgeruht. Runter mit dir. So. Hier müsste da. Wir hätten natürlich auch den Trank Schwertwald trinken können, damit wir länger durchhalten, aber ich hoffe mal,
dass hier irgendwo jetzt, ja, es nach oben geht. So, wir sehen quasi gar nichts. Aber diese Höhle kann ja nicht von dem Klumar gebaut worden sein, weil da gibt es ja auch Tropfsteine und das ganze Zeug. Das kann er ja nicht gebaut haben. Okay, in die Größe auch nicht. Die liegen auf jeden Fall leicht. Das sind wahrscheinlich die... Au. Er dreht aber ordentlich durch, der Klumar. Also der andere Klumar war aber deutlich einfacher. So. Müssen wir wieder weißen Honig nehmen. Ich wollte eigentlich Art nehmen, aber es geht auch. Alter, wie soll ich denn den platt machen? Er macht so viel Schaden, das ist so schwer. Ach so, den irgendwo ranrollen lassen und dann... Ah, oder halt einfach sterben dabei. Alter, nervt er. Haben quasi noch so gut wie keinen Schaden gemacht. Hä, wieso ist denn das eine Mal so stehen geblieben und jetzt macht das nicht mehr? Ich glaube, ich lasse den Kampf erstmal, weil ich auf das Ding keinen Bock habe und der auch ziemlich stark ist. Von daher liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Damit wir euch loben, euer Pax. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, wann das letzte Mal gespeichert wurde.